Ja, liebe Leute, eigentlich wollte ich gar nichts mehr sagen. Zumindest hat es mir jetzt die Stimme mal wieder verschlagen. Diesmal habe ich keine Kehlkopfentzündung, sondern ich bin wirklich richtig, richtig krank. Ich habe, es wird mir sogar nachgesagt, die Wiesengrippe. Was ich aber bezweifle, weil Stefan war vor mir krank und er war nur zweimal auf der Wiesen. So, jetzt geht es aber eigentlich um ein ganz anderes Thema. Mir wurde ja auch nachgesagt, von wegen, dass ich meine Dirndl hier kopiere, was definitiv nicht der Fall ist. Und dann noch von einer Desiree Nick. Und jetzt finde ich das zum Piepen. Heute habe ich die Bild-Zeitung aufgeschlagen. Oder ja, genau, und habe mich fast kaputt gelacht. Diese ältere Dame hat doch tatsächlich behauptet, dass sie ja so kreativ ist und so genial und dass ihre Schmuckstücke wirklich außergewöhnlich sind. Und ja, jetzt ist das leider alles aufgeflogen und rausgekommen, dass die Gutste gelogen hat. Und das ist für mich natürlich herrlichst, weil mir sagt sie nach, dass ich kopiere, wen auch immer. Und selber ist es jetzt eindeutig bewiesen, dass diese Frau tatsächlich Schmuck sich hat designen lassen. Irgendwo aus China oder Japan, da keine Ahnung. Und ich designe meine Dirndl hier selbst. Also da hinten wird geschneidert, da könnt ihr das sehen, da sind Mitarbeiter von mir. Und die sind fleißig und ich bin auch fleißig. Und obwohl ich krank bin, bin ich fleißig und sehr kreativ. Und mein Zeug hier kommt nicht aus China oder Japan und wird tatsächlich hier in meinem Atelier von mir und von meinem Team hergestellt. Und irgendwie bin ich ja so ein bisschen schadenfroh, weil Desiree Nick ja den Mund ein bisschen zu voll genommen hat für meine Verhältnisse auf der Wiesen, wie sie behauptet hat, obwohl sie nie in meinem Atelier war, nie gesehen hat, dass ich, was ich hier tue und was ich hier auf die Beine stelle. Deshalb finde ich es noch umso dreister, dass jetzt ihr Schwindel aufgeflogen ist. Und tut mir leid, liebe Desiree, es freut mich.